Hallo und willkommen hier zurück bei diesem schönen Spiel hier. Ja, wir spielen einfach gleich weiter und wir wollten dieses Mal einfach mal versuchen, Kunststoff war es, herzustellen und dann die ein bisschen damit zu versorgen, damit wir mehr Einnahmen, also eine größere Bilanz haben und insgesamt mehr Geld verdienen können. Und deswegen suchen wir hier mal den Kunststoff und bauen gleich was. So, also wir brauchen 3 für einen Ölbohrer, also bauen wir jetzt mal. Also wie viel haben wir denn da drüben gebaut? Da drüben haben wir viel gebaut. Fällt mir gerade so auf. Also bauen wir hier einfach auch viel, oder? Also, und während ich das hier jetzt baue, kann ich euch gleich mal was erzählen. Also, ich habe gerade versucht, was aus dem Internet runterzuladen. Und, mein Bruder, mein kleiner Bruder und mein anderer kleiner Bruder haben versucht, derweil ein Internetspiel zu spielen. Und keine Ahnung, ob das damit zusammenhing oder nicht. Auf jeden Fall ist unser Router abgestürzt und, also nicht Router abgestürzt, sondern wir können einfach nicht mehr ins Internet. Und dann habe ich halt mal gedacht, ja, du steckst nur halt mal den Router aus und guckst, ob es dann wieder tut. Ja, gesagt, getan. Ich habe meinen Router ausgesteckt, habe geguckt, ob es wieder tut und, nein, es tut nicht wieder. Was für eine Überraschung. Also der Router leuchtet zwar, also Power, und dann steht da noch Link drinne. Das leuchtet beides, aber es funktioniert kein Telefon und kein Internet und kein gar nichts. Also es leuchten halt 2 Lämpchen, aber ja. Ich habe jetzt gar nicht geachtet, wie viel ich gebaut habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann sind es 20, 21 geteilt durch 3 sind 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kann ich nicht bauen. Ich brauche Baumaterial. Ich muss in meinen Hafen. So, Feuer entdeckt. Ja, okay, gucken wir gleich mal nach dem Feuer und bauen schnell eine Feuerwehr, damit hier nicht alles abbrennt. Und, gucken dann auch mal, ob unser Schiff schon angekommen ist. Und wenn ja, dann holen wir, was wir gerade auch tun. Was hat uns eigentlich gefehlt? Also, auf jeden Fall Werkzeug und... Feuer entdeckt. Ernsthaft? Ihr fackelt alle eure Häuser ab. Was soll denn das? Leute, kommt. Und zündelt nicht. Das wissen selbst kleine Kinder. Also, bitte, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit mit offenen Flammen. Im Wald wird nicht gegrillt. Ich muss auch mal... also, wir brauchen Werkzeug und Latten. Und ich wollte gerade sagen, wieso stoppt das so? Und, wir müssen auch mal ein Museum bauen. Also das habe ich zwar noch nie gemacht in einem Let's Play, weil ich ja das jetzt, glaube davor 11 Videos hatte, aber ich würde sagen, wir bauen mal ein Museum. Das habe ich schon mal gemacht in einem einfach im Endlosspiel habe ich nichts zu tun gehabt und wollte eine schöne Stadt aufbauen und alles mögliche und habe mir gedacht, ich baue einfach ein Endlosspiel. Also was sage ich eigentlich hier? Ich habe einfach gedacht, ich baue ein Museum. Und zwar ging das hier bei den Tags. Ich habe... hier. Also, ich habe einfach von allem, was es gibt, eins gebaut. Der wechselt ja die ganze Zeit hier durch. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade seht. Ich gehe mal hier an den Strand, dann sieht man es vielleicht besser. Also, das wechselt die ganze Zeit durch, wenn man Neues anklickt. Und es gibt unendlich viel davon. Also, habe ich einfach von jedem eins gebaut und... Davon gibt es anscheinend nur das. Ja, darf sie nicht, da hast du recht. Auf jeden Fall habe ich das gebaut und es sah eigentlich ganz schön aus. Und dann habe ich mit einer Atombombe drauf geschossen und es, ich habe ein paar Screenshots gemacht. Wenn jemand die haben will, ich kann die auch, glaube ich, irgendwie hochladen als Link. Ich weiß es aber nicht genau. Auf jeden Fall habe ich da richtig schöne Fotos davon. Also, jetzt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, wir können 7 bauen, also machen wir das auch gleich, dass wir unsere Möglichkeiten voll ausschöpfen. Was klicke ich eigentlich an? So, 5, 6, 7.
Gut, und dann noch Kunststoff. 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die Energieversorgung ist mangelhaft. Wir brauchen Energie. Mehr Energie. Mehr Energie. Ich bin ein verrückter Wissenschaftler. Ernsthaft, aber die... Warte, ich baue mal kurz einen. Kann ich einen bauen von den Techs? Die sehen echt wie verrückte Wissenschaftler aus, gell? Also, die sind irgendwie komisch. Also, die ersten von denen. Also, bauen wir mal einen und da... Guck mal, wie der aussieht. Der hat sich bestimmt jetzt so... Keine Ahnung, wie lange nicht rasiert. Er hat eine Brille auf und... labert die ganze Zeit irgendwas Wissenschaftliches, was kein Mensch versteht. Und ich bemerke gerade, wir brauchen mehr Fisch, oder? Aber, nein, wir bauen eine Hafenbehörde. Wir haben zu wenig Hafenbehörden, glaube ich, nämlich, weil wir haben theoretisch ja Hallo, ich will das da hinbauen. So, wahrscheinlich haben wir genügend Fischerhütten, aber das wird gar nicht abgeholt, weil es, weil eine solche Hafenbehörde ja nicht unbegrenzt abholen kann. Und deswegen ist das manchmal ein bisschen scheiß. So, falsche Insel, wir wollten da hin und laden das hier noch ab. Oder auch nicht. Und, ist das die... Ja, das ist die große Insel, passt perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch ein kleines Transportschiff. Wo kriegen wir das hier? In unserer Schiffswerft. Plus überlege ich mir gerade, ob wir einfach nicht gleich ein großes bauen, weil... Die ziehen 30, die ziehen 20, es macht keinen großen Unterschied, also bauen wir einfach das Große und erstellen eine Handelsroute, neue Handelsroute. Wie nennen wir die? Wir nennen die Handelsroute Kunst Stoff Monument. So. Und da müssen wir hier, das ist, ja genau, einladen, Kunststoff und auf der Insel ausladen, Kunststoff. So, das müsste unser Schiff sein, yep, ist es auch. Und es geht los mit unserer großen Insel, mal sehen, wie viel wir mehr bekommen, wenn wir die große Insel haben, also... Mit Kunststoff, obwohl... Uns bringt eigentlich Kunststoff jetzt gerade noch gar nichts, oder? Bin ich eigentlich... Ja, das ist, daran habe ich irgendwie nicht gedacht. Wir brauchen Getränk. Okay. Auch nicht schlecht zu wissen. Okay, wir bauen... Bauen wir hier auf die Insel, oder? Weil die wäre halt schön für unser zweites Monument. Also bauen wir eher auf die Insel unseren... Tee. Die sagen im Fernsehen, dass wir kleinen Arbeiter der ganze Stolz der Firmen sind. Ja, da hast du recht. Ja, ja, ja. So. Die Insel war es, gell? Also holen wir uns wieder Baumaterial und gehen dann auf die Insel und bauen uns ein bisschen mehr von dem Tee, den wir noch gar nicht haben. Weil ohne den Tee können sie ja nicht zu den Zweiten aufsteigen und ohne die Zweiten brauchen sie auch keinen Kunststoff. Also war das, was wir gerade gemacht haben, eigentlich ein bisschen unsinnig, würde ich jetzt mal behaupten, weil wer verbraucht den Kunststoff? Aber wenigstens haben wir dann ein bisschen auf der Insel, bevor wir dann den Kunststoff brauchen. Ihr wisst, was ich meine. Also, dass die Insel schon hat und wir brauchen dann erst... Also wir haben jetzt 274 und wie viel haben wir noch auf der Insel? Wir haben... Okay, das holt jetzt die ganze Zeit da ab. Ich hoffe bloß, dass jetzt... Ja, okay, die kommen nicht zu kurz, oder? Die haben noch 400 Reserve da. Das wird schon passen. Also ich glaube, das passt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir zu viel Kunststoff haben oder zu wenig. Wir bauen dann... Wenn wir zu wenig haben, bauen wir dann einfach noch. Geht ja immer. Besser als zu... Nein. Hoffentlich haben wir zu viel, nicht besser als zu wenig. Also,
wollte ich gerade, den Spruch habe ich gerade fast falsch rumgesagt, also tut mir leid dafür. So, ein Kontor. Lassen wir unser Schiff mal gleich hier stehen und warten, dann können wir noch unsere restlichen Sachen auf der Insel absetzen, bevor wir dann unser Schiff zurück zu unserer Hauptinsel schicken. Also die ohne Monument, meine ich mit Hauptinsel, weil das ja unsere erste ist. Und dann bauen wir einfach mal, ziehen uns das da unten in die Leiste. Und haben natürlich eine fehlende Fruchtbarkeit, wie immer. Ihr gesagt, wie dieses erste Mal. Also nicht vergessen. Aber wir können uns ja einfach hier durchklicken, weil wir haben genügend Geld. Der Spruch, Geld dir regiert die Welt, ist eigentlich gar nicht mal so falsch und ich hätte da was kaufen können. Produktion gestoppt. Hab's aber nicht, leider. Da war so ein, weiß nicht was, wie das heißt, okay, das hier brauchen wir. Da war so, dass glaub alles schneller arbeitet und das wäre ganz sinnvoll gewesen, aber ich brauche erstmal die Fruchtbarkeit Reis und dann bauen wir den Tee. Wobei ich nicht verstehe, wieso braucht man die Fruchtbarkeit Reis? Und wieso hat die... Also erstens, wieso hat die drei Sterne selten? Weil so selten ist sie gar nicht. Zweitens, wir kaufen hier jetzt was. Und drittens, wieso braucht man Reis für... was ist das nochmal? Spirituosenfabrik. Die, also für mich sieht das aus wie Tee. Da brauche ich dich nicht dafür. Aber okay. Wir bauen jetzt einfach mal in der Reihe, aber wir haben jetzt falsch gebaut. Und zwar, weil wir sonst nicht mehr das hinbekommen, also dass die Felder einfach, dass die sonst nicht hinpassen. So. Und jetzt unsere Spirituosen. Negativ. Um was geht's? Auf welcher ineffizient? Welche denn? Hallo. Okay. Wenn du nicht mit mir reden willst, danke. Aber einfach mal sagen, Warentransport auf Handelsroute ineffizient. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Hä? Ich baue die Dinger. Die müssten ja eigentlich für die... Oder nein, die müssen ja eigentlich... Stimmt, die sind ja schlecht für die Umwelt, weil... Ist ja auch in echt so, dass man nicht immer das gleiche anbauen darf, gell? Glaube ich. Deswegen auch irgendwie drei Felderwirtschaft oder so. Haben sie ja auch schon im Mittelalter gemacht. Und macht man ja immer noch, so viel ich weiß. Haben wir in der Schule gelernt. Also man lernt schon was in der Schule. Ich darf ja auch noch eine Weile in die Schule gehen. Ich darf noch, glaube... 5 Jahre in die Schule gehen und für den Beruf, den ich machen will, muss ich dann noch ein paar Jahre studieren. Also ich habe noch einen Haufen Schule vor mir, aber ich mag die Schule. Wenn man in den Ferien einfach die ganze Zeit zu Hause ist, das ist auch langweilig. Ich hätte nicht gern die ganze Zeit Ferien. Weil bei mir war es auch so, wir hatten die Prüfungen und dann hatten wir Abschlussfahrt und dann hatten wir ein paar Wochen lang nichts und ich saß die ganze Zeit alleine zu Hause, weil meine Geschwister alle noch Schule hatten und einfach jeder hatte Schule außer ich und deswegen saß ich die ganze Zeit alleine zu Hause, hab mich gelangweilt und die ganze Zeit Filme geguckt und deswegen mag ich die Schule schon, weil man hat dann wenigstens was zu tun. Ich habe keine Ahnung, was die will. Stoppen Sie den Handel zu Janas Arche. Ich handle sowieso gerade nicht, also wenn ich dafür 10.000 bekomme, gerne. Okay, tun wir das mal da. Ernsthaft. Schmeißen wir es eben raus und holen es wieder rein. So. Ja, ich komme schon. Ich bin der Notdienst. Tut mir leid, wir haben zurzeit keine Plätze verfügbar. Katastrophengefahr. Ich würde gerne mal wissen, was passiert, wenn man kein Krankenhaus baut. Ob dann die ganze Stadt irgendwann, krank wird oder nicht. Wäre mal lustig zu wissen. Wir können ja mal, wenn wir die große Stadt haben, also unser Monument, könnten wir ja mal warten, bis eine Seuche ausbricht und dann
kein Krankenhaus bauen, oder? Aufenthaltsroute ineffizient. Keine Bahn. Ach, jetzt komm. Und wieso? Ich weiß nicht mal, welche Handelsroute, also... Tut mir das leid, aber was soll ich unternehmen, wenn ich nicht weiß, welche Handelsroute? Handelsroute ineffizient. Ja, wir wissen es langsam, okay? Wir wissen es langsam. Wahrscheinlich ist die hier gemeint. Kriminalitätsrate erreicht kritisches Niveau. Okay, hier trudeln die ganze Zeit Meldungen von... Keine Ahnung, von... Toten und Verletzten ein. Ich komme gar nicht mehr nach. Warnung. Was auch ganz schön ist in dem Spiel, ich habe das mit meinem Bruder schon gemacht, wenn man... Was mache ich eigentlich? Ich brauche den Weg nicht. Ich reiße es ja eh wieder ab. Also ich habe schon online mit meinem Bruder zusammengespielt, weil wir das Spiel ja ein paar Mal haben. Dreimal, so gesagt. Und es ist ganz schön, wenn man da zusammen spielt, nenne ich das immer. Also man spielt da und dann der andere spielt mit einem. Also man hat... Man ist der gleiche Typ, man baut, wenn ich was baue, gehört es uns beiden, also. Das ist richtig cool, das müsst ihr auch mal ausprobieren, unbedingt, rate ich euch. Wenn ihr das Spiel habt, probiert es mal aus, wenn ihr jemanden zum Spielen habt. Und wenn nicht, dann schreibt mir, dann können wir mal zusammen spielen, weil ich mag das richtig, wie das, wie man dann zusammenarbeiten muss, um eine Stadt aufzubauen, das ist richtig schön. So, Kunststoff, Monument, da fügen wir jetzt noch hinzu. Die Insel hier, einladen. Wo ist der T? Der müsste 1 sein. Ja. Warnung. Nein, Produktion hä? Gestoppt. Oder? Nein, jetzt stopp mal. Das hier müsste doch T haben, oder? Das ist einladen. T? Hab ich gerade. Ach so, okay, hier. Das ist die richtige Insel. Ich habe gerade nicht kapiert, was ich machen muss. So, zweimal einladen. Wie heißt die Stadt? Das ist das hier. Und dann zweimal ausladen. Deswegen haben wir auch das große Schiff genommen, damit wir nicht nochmal eins bauen müssen, wenn wir dann Tee brauchen. Ja, gesagt, wenn wir dann was anderes brauchen, weil ich wusste ja nicht, dass wir dann noch Tee brauchen. So war's gemeint. Also, warte, stopp, das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen hier oben in der Leiste Fisch. Wir brauchen in der Leiste Spirituosen. Wir brauchen in der Leiste Kunststoff. Wir brauchen in der Leiste Burger für nachher, wenn wir mal Burger haben. Und wir brauchen gar nichts. Wir könnten auch mal Gold verkaufen, weil anscheinend will keiner das Gold haben, oder? Achtung, Produktionsstillstand. Boah, ich hoffe, das gibt schön Geld hier mit dem ganzen Gold. Ein ganzes Schiff voller Gold müsste doch eigentlich viel Geld geben, oder? Es können noch Wetten abgeschlossen werden, ob wir abgezogen werden oder nicht. Ah ja, genau, und deswegen, wegen der Geschichte vorhin mit dem Router, bin ich auch offline. Also, ist die nervige Meldung immer da oben. So, okay, sie haben Getränk, ein Fortschritt. Und wir bauen hier jetzt auch mal, ist mir gerade so eingefallen, ein kleines Lager, damit, wenn hier ein bisschen zu viel produziert wird, damit es nicht schlimm ist, sondern dass es einfach zwischengelagert wird oder gelagert wird einfach. Wir müssten jetzt noch... Meine Kinder werden es einmal besser haben als ich, bestimmt. Das kommt... Immer so lustig, wenn wenn da das Gesicht von einem anderen Typ drüber liegt. Hey, wisst ihr was? Ich lasse jetzt einfach mal hier die Seuche ausbrechen. Ich will wissen, was passiert. Wir können es dann ja immer noch irgendwie versuchen einzudämmen, aber ich will wissen, was passiert, wenn wir hier gar nichts unternehmen. Gehen die dann alle oder was machen die? Okay, Krankheit senkt die Zufriedenheit der Bewohner. Okay. Ist verständlich, würde ich auch. Also, nicht würde ich auch, sondern ich wäre auch nicht gerade erfreut, wenn in meiner ganzen Gegend die Seuche ausbricht. Also irgendeine Seuche, nicht die Seuche, sondern eine Seuche. So, dann bauen wir auch mal gleich wieder mehr von den Spirituosenfarmen, oder wie man die nennen sollte. Nennen wir es einfach Spirituosenfarmen.
Weil es ist ja wie eine Farm, weil es hat ja Felder und wir haben kein Baumaterial mehr. Okay, wie viel holt es da? Hallo. Okay, 60. Es wird auch mehr. Also wenn das dann hier noch nicht reicht, dann... Okay, wir sollten was dagegen tun, gegen die... Oder warte, wir lassen einfach jetzt mal die Seuche trennen. Mal sehen, ob die dann alle weggehen. Und die Seuche dann beendet ist. Das wäre nämlich auch schön, weil dann müsste ich nie wieder Krankenhäuser bauen. Gesundheitszustand der Bevölkerung stabilisiert. Also ich müsste dann schon, wenn... dass die hoch aufgestiegenen sind, aber theoretisch müsste ich nicht. Es dauert halt dann immer wieder lange, bis die wieder zufrieden sind und dann aufsteigen und ist dann immer sehr nervig. Okay, wie viel holt's jetzt? 60 immer noch, okay. Jetzt haben wir die Bilanz von 8500, also ist um 1500 hochgegangen bis jetzt. Hallo. Produktion gestoppt. Also schon viel. Also, das nimmt gerade ein bisschen Überhand mit dieser Kriminalität und den Verbrechen. Also, Verbrechen, Kriminalität ist ja das gleiche, aber Verbrechen, Feuer und dann noch Krankheiten, das ist ein bisschen viel, oder? Und wieso ist es jetzt wieder runtergegangen? Wahrscheinlich haben sie jetzt wieder keinen Tee, oder was? Entwarnung. Kriminalität eingedämmt. Perfectly. Schön. Okay, die sind auch wieder da. Und jetzt, bekommt ihr euer Getränk oder nicht? Nicht so viel, wie ihr gern hättet, oder was? Okay, wir können noch nicht das nächste einschalten. Dann müssen wir uns wieder Baumaterial holen und eben mehr Tee bauen. Und wir haben sogar noch Baumaterial. Fahren wir einfach gleich hin, weil ich glaube, wir brauchen nicht mehr so viel davon. Also jetzt vielleicht noch die Reihe und dann vielleicht noch eine Reihe. Vollgebaut. Rüsten wir das mal auf, dass das auch alles abholen kann. Brauchen wir halt noch mehr Baumaterial, damit wir das noch mehr aufrüsten können und so. So, unser Schiff ist da. Und es passt alles auf die Insel, da sind wir glücklich. Warnung. Produktion gestoppt. Okay, da passt, glaube auch noch eins hin. Hoffe ich mal. Okay. Hier, da, da, da und da. Das müsste dann aber auch reichen, oder? Also so viel essen die ja, also trinken die ja nicht, oder? Dass sie hier alles wegfressen, was nur geht. Überlegtes Vorgehen und ständige Kontrollen. Offenbar okay, das hier ist negative Folgen der Forschung. Das hier ist scheiße platziert, da geht nichts. Okay. Was ist hier eigentlich los? Ich baue es immer falsch. Manchmal dreht sich das automatisch, manchmal nicht. Ah, ja, genau. Und, ich habe mal einen sehr guten Let's Player gefragt. Und mit sehr gut meine ich The Jack Silence. Ich finde, The Jack Silence ist ein sehr, sehr guter Let's Player. Also, ich habe ihn mal gefragt, was ich besser machen kann. Und er hat mir ein paar Tipps gegeben. Und ich versuche, die auch umzusetzen. Also, er hat gesagt, ich mache eher ein Testvideo als ein Let's Play und ich versuche das jetzt ein bisschen zu ändern. Und da bellt der Hund, warum auch immer. Also ich versuche das ein bisschen zu ändern, weil ich glaube einfach mal, dass wenn ein YouTuber, der 4000 Abonnenten hat und dazu auch noch gute Videos macht, so wie Jack Silence, dass das, was er sagt, auch stimmt. Und was ich vor allem gut finde, dass er mir geantwortet hat. Also, das machen ja nicht viele. Nicht viele antworten da, wenn man sowas fragt. Also, das wollte ich am Ende noch gesagt haben. Und, was mache ich eigentlich? Dann bis zum nächsten Mal. Und ich guck mal, wieso der Hund so bellt. Also, tschüss.